Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Videotutorial. In diesem Grundlagentutorial zeige ich euch Schritt für Schritt, was ihr alles tun müsst, um mit eurem Smartphone professionelle, cinematische Filmergebnisse zu erzielen. Ihr seid blutiger Anfänger in Sachen Smartphone-Filmerei oder habt schon gewisse Grunderfahrungen, dann ist dieses Tutorial auf jeden Fall hilfreich für euch. Aber auch wenn ihr schon erfahrener Smartphone-Filmer seid, denke ich mal, wird der ein oder andere Tipp für euch durchaus interessant sein. Also, wir haben einiges vor uns, los geht's! Dass die Smartphone-Filmerei immer beliebter wird, zeigt sich natürlich auch an den Ergebnissen, denn die Kameras sind in den Smartphones in den letzten Jahren einfach besser geworden. Das habe ich zum Beispiel noch in einem 1:1-Vergleich in einem Video hier in diesem Kanal gezeigt. Da haben wir eine professionelle Kinokamera, eine RED, antreten lassen gegen ein Apple iPhone und ich muss sagen, die Qualität war schon sehr beeindruckend. Deswegen, das Smartphone ist die Kamera, die man immer dabei hat und ja, man hat nicht so viel sperriges Equipment mit sich rumzuschleppen. Es ist einfach bequem, mit dem Smartphone zu filmen. Man kann mal eben schnell die Aufnahme starten. Man bekommt Shots, die man sonst vielleicht gar nicht bekommen hätte, weil sie dann einfach, ja, das ist einfach zu zeitaufwendig wäre, sonst die andere Kamera erstmal richtig zu justieren. Und es bietet darüber hinaus noch viele weitere Vorteile. In diesem Videotutorial geht es um die folgenden 8 Punkte zum Thema Smartphone-Filmerei. Wenn ihr alle diese 8 Punkte quasi der Reihe nach abarbeitet, könnt ihr eigentlich nur noch professionelle Ergebnisse erzielen mit eurer Smartphone-Filmerei. Also, los geht's. Punkt 1. Natürlich die richtigen Einstellungswerte eures Smartphones. Ich filme in der Regel immer mit der App Filmic Pro und diese App kann ich euch auch dringend ans Herz legen, denn die App Filmic Pro hat den Vorteil, dass man mit dieser App alle wesentlichen Einstellungsmerkmale eures Smartphones manuell einstellen kann. Und das ist total wichtig, weil wenn ihr mit der internen App eures Smartphones filmt, dann habt ihr, sobald ihr zum Beispiel von einem hell in einen dunklen Bereich kommt, schnell Belichtungsprobleme oder auch generell die Fokussierung läuft dann mehr oder minder automatisch und das wollen wir alles nicht. Wir wollen einen kompletten manuellen Einfluss auf unser Bild haben. Und deswegen empfehle ich euch die App Filmic Pro. Es gibt natürlich noch einige andere Apps, wo man auch manuell alles einstellen kann, aber die App Filmic Pro ist eigentlich so bei Smartphone-Filmemachern derzeit die beliebteste App und deswegen kann ich euch das dringend empfehlen. In der App Filmic Pro solltet ihr folgende Grundeinstellungen wählen, um einen möglichst cinematischen Look zu erhalten. Als erstes wählt ihr natürlich die Auflösung und da würde ich euch empfehlen, in 4K zu filmen. Auch wenn ihr euren fertigen Film später nicht in 4K wieder abspielt, habt ihr doch so wesentlich mehr Schneide- oder ja, Zoom-Möglichkeiten, um in euer Bildmaterial nachträglich reinzuzoomen, um einfach Objekte noch ein bisschen näher heranzuholen. Deswegen, auch wenn ihr später dann das Ganze nicht in 4K wiedergibt, stellt auf jeden Fall hier die Einstellung auf 4K. Weiterhin solltet ihr unten bei den Einstellungen dann die Einstellung Filmic Extreme auswählen, um einfach die höchste Datenrate hier zu haben und ja, damit eure Bilder noch mehr Informationen enthalten. Bei der Bildrate wählt ihr entweder 25 Bilder die Sekunde oder 50 Bilder die Sekunde, je nachdem, ob ihr später mit Zeitlupeneffekten arbeiten wollt. Wollt ihr später in eurem Film mit Zeitlupen arbeiten, würde ich euch dringend empfehlen, hier mit 50 Frames per Second zu filmen. Dann habt ihr einfach die Möglichkeit, mit halber Geschwindigkeit eure Bilder später abzuspielen, ohne dass es ruckelt. Habt ihr keine Zeitlupen geplant, könnt ihr auch direkt die Einstellung auf 25 Frames per Second stehen lassen. In einem linken Menü könnt ihr dann noch weitere Einstellungen machen, zum Beispiel der Weißabgleich. Den solltet ihr auf die gegebene Situation einstellen. Wenn ihr zum Beispiel bei Tageslicht filmt, sollte dieser ungefähr so bei 5600 Kelvin stehen. Sollte sich die Lichtsituation nicht spontan ändern, sondern ihr filmt unter konstanten Bedingungen, ist es auch okay, wenn ihr beim Weißabgleich den automatischen Weißabgleich einstellt. Die integrierte Bildstabilisierung solltet ihr bei älteren Smartphones ausstellen. Bei moderneren Smartphones ist es kein Problem, da könnt ihr sie ruhig eingeschaltet lassen. Bei älteren Smartphones empfehle ich euch deshalb, diese Bildstabilisierung auszuschalten, weil es dann Probleme geben kann, wenn ihr mit einem externen Gimbal zum Beispiel arbeitet. Da kann diese interne automatische Stabilisierung schon mal kontraproduktiv gegen die Stabilisierung des Gimbals arbeiten. Das müsst ihr aber ausprobieren. Bei neueren Smartphone-Modellen sollte es aber kein Problem sein, wenn die automatische Bildschirmstabilisierung eingeschaltet ist. Dann habt ihr noch so zwei Symbole in der Mitte des Bildschirms. Das ist einmal der Kreis und ein Quadrat. Der Kreis ist für die Belichtung zuständig. Je nachdem, wo ihr den Kreis platziert, von dort aus wird die Belichtung gemessen. Wenn ihr einmal mit dem Zeigefinger auf den Kreis drauf tippt, wird dieser rot und die Belichtung quasi damit eingeloggt. Das heißt, wenn sich jetzt die Lichtsituation ändert, wird trotzdem genau auf diese Werte belichtet.
Das Quadrat ist der Fokus. Hiermit könnt ihr quasi einen Fokuspunkt wählen und auch diesen einloggen, indem ihr zweites Mal mit dem Zeigefinger drauf tippt und dann verfärbt er sich auch rot. So sind also alle Werte eingeloggt und es verändert sich also nicht spontan während des Films, dass wenn sich die Lichtsituation ändert oder eben der Fokuspunkt wandert, so ist es also alles stabil. In Filmic Pro habt ihr noch zwei Rädchen im Bild. Wenn ihr so unten links neben diesem Farbsymbol auf diesen Kreis drückt, dann kommen da so von links und rechts so zwei Rädchen reingefahren. Auf der rechten Seite könnt ihr durch Drehen des Rädchens den Fokus verstellen. Zum Beispiel von einem Vordergrund in einen Hintergrundbereich. Das könnt ihr entsprechend dann fixieren, was dann gerade scharf gestellt ist. Wenn ihr rechts den Umschalter drückt, könnt ihr auf die Zoom-Funktion schalten. Da könnt ihr ins Bild hineinzoomen. Ich rate euch aber dringend vom Zoomen ab, weil das ist ein Digitalzoom, das heißt beim Reinzoomen verliert man Bildqualität. Und zoomen könnt ihr immer noch in der Nachbearbeitung. Also direkt beim Filmen würde ich eigentlich in der Regel abraten, den Zoom zu benutzen, weil das könnt ihr alles noch im Nachhinein machen und wie gesagt, ihr verliert Bildqualität. Auf der linken Seite habt ihr das Rädchen für den ISO-Wert. Der ISO-Wert sorgt für die Helligkeit des Bildes. Aber Obacht, je größer der ISO-Wert, desto mehr Bildrauschen habt ihr. Deswegen versucht einen möglichst kleinen ISO-Wert zu wählen und solltet ihr irgendwie in einer Lowlight-Situation filmen, zum Beispiel in einem Studio, versucht auf jeden Fall die Dunkelheit durch mehr Licht erstmal aufzuhellen, bevor ihr am ISO-Wert schraubt. Wenn ihr natürlich draußen in der Stadt unterwegs seid, okay, versucht euch so ein bisschen so an hellen Laternen zu orientieren. Wenn ihr natürlich irgendwo in der Landschaft seid, unterwegs irgendwie am Strand am Abend, da habt ihr nicht viel Möglichkeiten, mit Licht zu arbeiten. Dann solltet ihr natürlich den ISO-Wert höher schrauben. Ihr müsst dann aber mit Bildrauschen leben. Es gibt noch verschiedene Softwareprodukte, so als Plugins für die Schnittprogramme, mit denen ihr das Bildrauschen nachträglich wieder entfernen könnt. Das funktioniert eigentlich schon ziemlich gut, aber ist halt immer nur so die Notlösung. Also als erstes versucht, den ISO nicht zu hoch zu stellen. Der ISO-Wert wird an der linken Seite oben angezeigt und unten wird die Belichtungszeit angezeigt. Diese sollte in der Regel auf die doppelte Bildrate eingestellt werden. Es gilt die 180-Grad-Regel, wo es heißt, dass man also in der Regel immer mit der doppelten Bildrate filmen soll. Filmt ihr also mit 25 Bildern die Sekunde, solltet ihr die Belichtungszeit auf eine 50stel stellen. Filmt ihr mit 50 Bildern die Sekunde, ist die optimale Belichtungszeit eine 100stel. Mit richtig eingestellter Belichtungszeit sieht euer Bild einfach wesentlich flüssiger aus. Die Bewegungen verwaschen, das kennt man so aus dem Kino. Die Bilder sind nicht einzeln scharf, es gibt also so ein Flow in den Bildern, es sieht alles flüssig aus. Wenn ihr hingegen die Belichtungszeit falsch einstellt, ist jeder einzelne Shot scharf und es sieht alles so ein bisschen hackelig aus. Nehmt doch einfach mal eure Hand vor Augen und wackelt diese mal so hin und her und dann seht ihr, die Finger sind nicht scharf. Das ist also der gelernte, ja fürs Auge gelernte Look und deswegen wendet man diese 180-Grad-Shutter-Regel an. Die 180-Grad-Regel ist vor allem wichtig, wenn man schnelle Bewegungen filmt. Wenn man so langsame Bewegungsabläufe filmt, wie zum Beispiel eine Interviewsituation oder hier die Moderation in diesem Studio, dann ist das nicht so wild, weil ich fuchtel ja nicht so wild hier mit den Armen rum oder so, dann fällt das nicht so störend auf. Aber wenn ihr so schnelle Bewegungen filmt, irgendwie ein Sportevent oder auch die Kamera stark schwenkt, dann ist es wichtig, dass ihr die 180-Grad-Regel beachtet. Wenn ihr zum Beispiel draußen bei hellem Sonnenlicht filmt, ist es nicht immer so einfach, die Belichtungszeit auf die doppelte Bildrate zu stellen, weil euer Bild dann gnadenlos überbelichtet ist. Dazu gibt es diverse Filter, die ihr einsetzen könnt, sogenannte Grau- oder ND-Filter. Und doch dazu gleich noch mehr. Je nachdem, ob ihr mit externer Hardware filmt, zum Beispiel einem anamorphen Objektiv oder einem Gimbal, könnt ihr noch in weiteren Einstellungspunkten diese einzelnen Objekte auswählen und damit zubehörgerecht quasi eure App dann noch einstellen, sodass dann zum Beispiel der Gimbal angesteuert wird oder dass das anamorphe Bild direkt wieder entzerrt wird, schon während des Filmvorgangs. Das würde jetzt aber in diesem Tutorial zu weit gehen. Da gibt es noch weitere Tutorials bei mir in diesem Kanal. Da schaut mal nach, wenn euch das Thema Film mit Filmic Pro interessiert oder auch speziell Film mit einem anamorphen Objektiv. Ein kleiner Tipp noch, achtet auch darauf, dass der Flugmodus eures Smartphones aktiviert ist, weil sonst kommen mitten in den Dreharbeiten plötzlich störende Anrufe rein und das kann doch schon mal den besten Dreh versauen. Deswegen also Flugmodus auf jeden Fall einschalten. Ja, und das sind jetzt eigentlich die Grundlagen für die Einstellungen, um mit der App Filmic Pro cinematisch filmen zu können. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, dem Punkt 2, die Stabilisierung eures Bildmaterials. Es ist wichtig, dass ihr langsame, fließende Bewegungen macht mit eurem Smartphone, damit das Ganze nicht so ruckelig aussieht.
aussieht. Deswegen achtet darauf, dass wenn ihr mit dem Smartphone direkt aus der Hand filmt, dass ihr das Smartphone möglichst nah am Körper haltet. Am besten so die Ellbogen so seitlich angepresst und das Smartphone so, ja, so stabilisiert, von unten so haltet, um dann ganz vorsichtige Schwenks von links nach rechts zu machen oder von oben nach unten. Dadurch kriegt ihr schon mal wesentliche Stabilität in eure Aufnahmen und das Ganze sieht einfach flüssiger aus. Jetzt könnt ihr natürlich euch noch Hilfsmittel holen. Ihr könnt zum Beispiel euer Smartphone mit einer universellen Halteklemme direkt auf ein Stativ aufsetzen. Ist natürlich wunderbar, so ein Stativ, um eure Aufnahmen ja eben zu stabilisieren. Aber der typische Filmlook lebt ja davon, der Kinolook davon, dass immer Bewegung im Bild ist. Das heißt, die Kamera ist eigentlich immer ständig in Bewegung. Aber auch mit einem Stativ habt ihr natürlich die Möglichkeit, ein bisschen Bewegung zu erzeugen, indem ihr zum Beispiel während der Aufnahme das Stativ, wenn ihr da ein Objekt fokussiert, das so ein bisschen nach vorne bewegt, um ja somit eine Sliderfahrt zu simulieren. Mit einem Stativ könnt ihr natürlich auch coole Schwenks nach links und rechts machen. Hier ein kleiner Tipp, benutzt dazu ein Gummiband, um einfach noch flüssigere Bewegungen hinzukriegen bei euren Schwenks. Wenn ihr einfach nur am Griff hin und her schwenkt, dann sieht das schon mal ein bisschen hackelig aus bei den Schwenks. Wenn ihr jedoch ein Gummiband dazwischen steckt, um dann an diesem Gummiband leicht zu ziehen, dann sieht dieser Schwenk einfach schon flüssiger und dementsprechend auch wieder cinematischer aus. Ihr könnt euer Stativ aber auch so ein bisschen so als Glidecam-Ersatz nutzen, indem es einfach zusammenklappt und so zwischen Daumen und Zeigefinger so fasst und so locker in der Hand schwingen lässt. Durch das Gewicht, was es dann unten hat, wird euer Smartphone dann auch noch stabilisiert und ihr könnt so ja durch die leichten Schwingbewegungen auch coole Moves erzeugen. Wenn ihr eure Aufnahmen professioneller stabilisieren wollt, dann würde ich statt des Statives zu einem Gimbal raten. Ein Gimbal war früher noch sündhaft teuer, gibt es mittlerweile schon einen guten Gimbal um die 100 Euro. Zum Beispiel aktuell am Markt ist der DJI Osmo Mobile 3. Das ist ein Gimbal, der sehr starke Motoren hat, sodass ihr damit euer Smartphone wunderbar stabilisieren könnt. Und ihr könnt sogar später noch euer Setup ergänzen durch Aufsatzobjektive. Selbst diese werden damit stabilisiert. Ein Gimbal ist eigentlich Pflicht, wenn es ums Thema professionelles Filmemachen geht und ja, ist eigentlich so mittlerweile Standardwerkzeug eines jeden Smartphone-Filmers. Es muss aber nicht immer ein Gimbal sein, eine einfache Handhalterung kann auch schon reichen, zum Beispiel ein Fokus-Grip-Stabilisator, das ist so, ja, so ein Handstativ, was ihr, ja, so, wo ihr dann nochmal ein bisschen mehr Stabilität in der Hand habt mit dem Smartphone, um dann einfach entsprechend weiche Aufnahmen filmen zu können, eignet sich auch hervorragend zur Stabilisierung. Cool ist auch ein kleines Mini-Skateboard, zum Beispiel ein Camrover, wo ihr euer Smartphone einfach auf so diesen typischen Skaterrollen stellen könnt, um es dann in Bodennähe von links nach rechts zu bewegen. Da könnt ihr auch so, ja, so coole Moves machen, zum Beispiel wenn ihr ein Carporn-Video dreht oder einfach eindrucksvolle architektonische Gebäude mal in Szene setzen wollt. Da eignet sich so ein Camrover eigentlich hervorragend für. Also ihr seht schon, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, um eure Aufnahmen zu stabilisieren, aber letztlich funktioniert natürlich das Ganze auch schon, wenn ihr einfach direkt aus der Hand filmt. Ihr müsst einfach nur das Ganze relativ mit ruhigen, flüssigen Bewegungen machen und dann sieht das schon ziemlich gut aus. Thema Nummer 3, Licht. Licht ist alles in der Filmerei. Egal, ob ihr jetzt im Studio dreht oder auch im Außenbereich unterwegs seid, achtet auf die korrekte Beleuchtung. Das kann, wenn ihr draußen in der Natur filmt, da kann es schon mal entscheidend sein, zu welcher Uhrzeit ihr filmt. Die besten Aufnahmen macht man in der Regel in der goldenen Stunde. Das ist die Stunde nach Sonnenaufgang oder die Stunde vor Sonnenuntergang. Danach kommt übrigens die blaue Stunde. Blaue Stunde ist die Stunde vor Sonnenaufgang bzw. die Stunde nach Sonnenuntergang. Ist nicht immer eine Stunde, aber heißt so. Die Sonne steht tief, sie hat so einen richtig schönen goldigen, goldgelben, orangefarbenen Look und die Bilder sehen einfach von vornherein hochwertig aus. Deswegen filmt, wenn möglich, auf jeden Fall in der goldenen Stunde. Dann könnt ihr eigentlich schon gar nicht viel falsch machen. Stellt euer Model oder was ihr filmen wollt oder positioniert euch so, dass ihr ja, die Sonne im Hintergrund habt. Dann wirkt es noch viel edler, weil dann bilden sich so Silhouetten um die Objekte, die ihr filmt und das Ganze sieht einfach ziemlich edel aus. Wenn ihr es nicht schafft, in der goldenen Stunde zu filmen, sondern irgendwie tagsüber filmen müsst, zum Beispiel bei einem Event, dann achtet darauf, dass ihr möglichst immer so die Sonne so ein bisschen im Hintergrund habt, filmt so ein bisschen so schräg gegen die Sonne, das sieht dann immer cool aus. Hat die Person das Gesicht zur Sonne gerichtet, entstehen unschöne Schatten im Gesicht. Die Augen sehen aus wie Waschbäraugen, die Nase wirft harte Schatten und das sieht alles nicht schön aus. Deswegen stellt eure Person direkt mit dem Rücken zur Sonne.
achtet drauf, dass also einer nicht mit einer halben Gesichtshälfte irgendwie im Schatten steht und mit der anderen Hälfte dann überbelichtet ist. Das gibt dann schnell Probleme. Also deswegen achtet so ein bisschen auf die Lichtsetzung, wie ihr filmt. Im Studio zum Beispiel filmt man in der Regel mit einer sogenannten Drei-Punkt-Beleuchtung. Bei der klassischen Drei-Punkt-Beleuchtung im Studio hat man drei Lichter. Man hat ein starkes Führungslicht, was so leicht schräg hier bei mir hier oben so ein bisschen erhöht platziert ist, sodass ich hier so mit der Nase so einen kleinen Schatten werfe. Und dann habe ich noch im Hintergrund, schräg gegenüber von dem Führungslicht, habe ich noch ein Spitzlicht, was so ein bisschen dafür sorgt, dass ich mich so vom Hintergrund so abseparere. Und dann kann man noch, wenn man möchte, noch ein Fülllicht hier an der rechten Seite installieren oder einfach einen Reflektor, der so ein bisschen die rechte Gesichtshälfte noch ausfällt. Darauf habe ich jetzt verzichtet, weil ich liebe so ein bisschen diesen cinematischen Look mit Kontrasten. Und ich wollte jetzt nicht so diese flache Beleuchtung, die man so aus Commercials kennt, hier haben. Deswegen habe ich auf das Fülllicht hier verzichtet. Wenn ihr zum Beispiel einen eigenen YouTube-Kanal betreiben wollt oder ein Image-Video drehen wollt, wo zum Beispiel der Geschäftsführer ein Interview geben soll, dann reicht in der Regel schon ein starkes Führungslicht und vielleicht setzt ihr denjenigen einfach vor ein Fenster, sodass er von hinten auch noch ein bisschen beleuchtet wird. Da braucht man gar nicht viel Geld für ausgeben. So ein Führungslicht, wir haben es jetzt hier mal im Beispiel, haben wir jetzt bei Amazon bestellt für um die 100 Euro, also gar keine teure Anschaffung. Das positionieren wir einfach so ein bisschen so schräg von der Kamera und dann sieht man doch schon krasse Unterschiede mit und ohne Führungslicht. Das Führungslicht wird in einer sogenannten Softbox installiert, die für eine schöne, weiche Ausstrahlung des Gesichts sorgt. Man bekommt also nicht so harte Konturen hier, die einzelnen Falten sind weniger zu sehen. Die ganze Hautoberfläche sieht also wesentlich schmeichelhafter aus. Deswegen benutzt man für sowas eine Softbox. Im Gegensatz, wenn ich ein hartes Licht nehmen würde, dann habe ich also wesentlich mehr Schatten und wesentlich mehr Konturen im Gesicht. Und das ist in der Regel bei Imagefilmen oder ja auch so bei generell, wenn man ein Interview filmt oder sowas, nicht gewünscht. Deswegen setzt man in diesem Falle immer auf eine Softbox, die man möglichst nah am Gesicht positioniert, sodass dann eine möglichst schöne Hautfarbe oder Hautkonturen dann entstehen. Wenn ihr euer Bild noch interessanter gestalten wollt, könnt ihr noch so das ein oder andere Practical Light, das ist hier das hier im Hintergrund, was ihr seht, so installieren, um einfach noch für so ein paar Lichteffekte zu sorgen. Optimalerweise hat dieses Practical Light dann auch einen anderen Kelvin-Wert als euer Führungslicht, um dann einfach nochmal so ein bisschen das Ganze farblich so ein bisschen ja, cinematischer wirken zu lassen. Ich habe zum Beispiel auch noch hier so eine blaue Oberbeleuchtung, die so ein bisschen dafür sorgt, dass hier so das ganze Set so ein bisschen im blauen Licht hier so eingetunkt wird. Damit habe ich so ein bisschen diesen ganzen Kontrast, so dieses Orange-Teal, das ist ja immer so sehr beliebt in Kinofilmen, so dieser orangefarbene Look gegenüber diesem blauen Look, da hat man diese Komplementärfarben, das wird immer sehr gerne genutzt und sorgt eben für Kontraste im Film. Deswegen so ein bisschen Orange-Teal-Look hier und ja, damit sieht das Ganze dann schon gleich cinematischer aus. Kommen wir als nächstes zum Ton. Der gute Ton ist alles beim Film. Ich habe jetzt hier so ein Rode NTG3 Richtmikrofon direkt hier über mir oberhalb der Kamera installiert, so in so einer Entfernung. Und damit sorge ich eben dafür, dass der Ton ganz nah bei mir aufgenommen wird und nicht direkt von der Kamera, die jedoch 2 Meter von mir entfernt steht. Weil würde ich das machen, würde sich der Ton jetzt hier so anhören. Und ihr seht schon, mit einem schlechten Ton kann man eigentlich das beste Bild versauen. Und damit wirkt euer Video einfach nicht mehr wertig. Und deswegen achtet bei euren Aufnahmen auf jeden Fall auf einen guten Ton. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um einen Ton einzufangen. Ihr könnt zum Beispiel direkt an eurem Smartphone so Aufsatzmikrofone aufstecken. Zum Beispiel ein Rode VideoMic. Das könnt ihr direkt bei einem Smartphone, zum Beispiel an einer kleinen Rickhalterung, an einem Blitzschuhadapter installieren. Dann mit einem Spiralkabel in ein spezielles Adapterkabel. Das ist ein TRS-Adapterkabel. Das sorgt dafür, dass ihr quasi von 2 Ringen beim normalen Mikrofon auf die 3 Ringe beim Smartphone kommt. Mit diesem Adapter könnt ihr dann direkt das Audiosignal in eurem Smartphone dann aufnehmen. Ist eine sehr effektive Sache, aber wichtig ist, dass ihr halt nah dran steht. Also versucht gar nicht erst irgendwie euer Mikro dann oder eure Kamera dann in 3 Meter oder so Entfernung aufzustellen, dann habt ihr einfach zu viel Raumton und das hört sich nicht gut an. Deswegen versucht vielleicht noch eine andere Variante. Alternativ setzt auf ein Lavalier-Mikrofon. Das ist so ein Ansteckmikrofon, optimalerweise mit so einem kleinen Windpuschel, der nennt sich Tote Katze. Der sorgt einfach dafür, dass die störenden Windgeräusche rausgefiltert werden. Und dieses Lavalier-Mikrofon könnt ihr mit einem langen Kabel direkt an euer Smartphone anschließen oder mittels einer Funkstrecke. Das heißt, ihr habt quasi die Sendeeinheit direkt hinten in der Tasche und ja, dann könnt ihr euch frei im Raum bewegen. Selbst wenn ihr mal 10, 20 Meter entfernt seid von der Kamera, habt ihr noch optimalen Ton.
Die Empfangseinheit wird einfach am besten optimalerweise an so einem Handrig oder ja in einer Handgriffhalterung am Smartphone dann installiert. Und damit habt ihr auch schon ja eine hervorragende Strecke. Zum Thema optimaler Ton habe ich auch noch ein eigenes Tutorial gemacht. Das verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Sowieso überhaupt zu allen anderen Themen, zu anderen Teilthemen hier in diesem Video gibt es noch so einige weiterführende Tutorials. Also schaut euch mal die Beschreibung an. Da gebe ich euch noch so den einen oder anderen Link-Tipp, wo ihr dann, wenn ihr das hier gelernt und verarbeitet habt, direkt mal weiterschauen könnt, um das Ganze zu vertiefen. In Sachen Ton, denke ich mal, waren das auf jeden Fall die Basics. Und ja, damit könnt ihr dann schon loslegen. Punkt Nummer 5. Objektive. Ebenso wie für teure DSLR- oder DSLM-Kameras gibt es auch für das Smartphone Wechselobjektive. Damit könnt ihr einfach noch mehr aus euren Bildern rausholen. Ihr habt andere Perspektiven. Ihr könnt mal ja noch näher rangehen an Objekte, wenn ihr zum Beispiel ein Teleobjektiv verwendet. Moderne Smartphones haben mittlerweile 3, 4, 5, keine Ahnung wie viele Linsen. Aber die Qualität ist natürlich immer ein bisschen auch durch die Bauweise begrenzt. Deswegen so hochwertige Aufsatzlinsen, zum Beispiel die von Wolfilms. Das sind hochwertig geschliffene Glaslinsen, eingefasst in einem Aluminiumgehäuse. Und damit habt ihr einfach noch ganz andere Effektmöglichkeiten. Die Telelinse zum Beispiel sorgt gerade beim Film für ein richtig cooles Bokeh im Hintergrund. Der Hintergrund wird dadurch noch wesentlich unschärfer separiert von dem scharfen Vordergrund als bei internen Telelinsen eines normalen Smartphones. Ebenso die Weitwinkellinse von Wolfilms, die ist einfach knusprig scharf bis in die Ecken. Und ja, ihr solltet einfach mal die Aufnahmen vergleichen. Also durch den Einsatz einer Vorsatzlinse von Wolfilms zum Beispiel, da erreicht ihr einfach wesentlich höhere Qualitäten. Und es gibt da verschiedenste Linsen. Es gibt Weitwinkellinsen, es gibt Telelinsen, es gibt Makrolinsen, eine super Fischeilinse oder auch eine anamorphe Linse. Mit einer anamorphen Linse könnt ihr so diesen richtig coolen, breiten Kinolook erzeugen mit diesen Lensflares, die man so aus Blockbuster-Filmen kennt. Sehr cool, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Nicht nur für die Videografie, also nicht nur zum Filmen, sondern auch zum Fotografieren sehr interessant. Und diese Objektive kann man ganz einfach mit einem Lenscase ans entsprechende Smartphone anklippen. Für alle aktuellen Smartphone-Modelle gibt es hier so ein Case und da könnt ihr dann ganz einfach dank des Bajonettverschlusses, der dann integriert ist, ruckzuck diese Objektive austauschen. Das macht auf jeden Fall schon mal nochmal einen ordentlichen Sprung von ja, normaler Videografie doch zum professionellen Level. Man sieht das, dass man einfach so mit Aufsatzobjektiven gearbeitet hat. Das sieht einfach cool aus. Solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Ebenso wie bei dem Film mit einem professionellen Objektiv, könnt ihr auch bei einem Smartphone-Objektiv mit Vorsatzfiltern arbeiten. Dazu befestigt ihr einen entsprechenden Filtermount. Das ist so ein Adapterring, den ihr einfach auf die Objektive draufsteckt, um darauf dann später die entsprechenden Filter aufschrauben zu können. Für Smartphone-Filmer gibt es in der Regel vor allem zwei verschiedene Filterarten. Das sind einmal die Polfilter und die sogenannten ND-Filter, auch Graufilter genannt. Ein Polfilter entfernt Reflexionen aus eurem Bild und sorgt für mehr Kontrast. Ein Himmel wird dadurch zum Beispiel bei starkem Sonnenschein wirkt nicht mehr so ausgebrannt. Er bekommt also wesentlich mehr Struktur. Und wenn ihr glänzende Oberflächen filmt, wie zum Beispiel Glasscheiben oder die spiegelnde Lackoberfläche eines Autos, dann sieht das also alles wesentlich strukturiert und besser aus. Man spiegelt sich zum Beispiel im Autolack nicht selber. Oftmals ist es ja so, man filmt eine Lackoberfläche und man sieht den Schatten ja, des Filmemachers direkt in dieser Oberfläche. Und dafür ist ein Polfilter geeignet. Vor allem aber, wie gesagt, wenn man bei starkem Sonnenlicht filmt, draußen zum Beispiel irgendeine Landschaftsaufnahme macht, dann wirkt das alles wesentlich kontrastreicher. Neben dem Polfilter gibt es noch einen sogenannten ND-Filter. Bei der Fotografie benutzt man einen ND-Filter, um das Bild länger belichten zu können. Bei der Filmerei hat es eine andere Aufgabe. Es gilt ja laut der 180-Grad-Shutter-Regel, die Belichtungszeit ist immer die doppelte Bildrate für ein optimal fließendes Bild. Also wenn ihr mit 25 Bildern die Sekunde filmt, sollte die Belichtungszeit ein 50stel sein und wenn ihr mit 50 Bildern filmt, ein 100stel, wie schon am Anfang dieses Videos erklärt. Filmt ihr jetzt draußen bei knalligem Sonnenlicht, ihr habt den ISO-Wert schon ganz nach unten gestellt und trotzdem ist euer Bild immer noch gnadenlos überbelichtet, wenn ihr die Belichtungszeit korrekt einstellt, entsprechend der Bildrate. Also was hilft? Am besten ein variabler ND-Filter, den ihr einfach vor eure Linse setzen könnt, vor das interne Objektiv eures Smartphones, da gibt es einen entsprechenden Adapter, oder eben auf eine Aufsatzlinse mit einem entsprechenden Filtermount. Und durch einfaches Drehen an diesem Filter könnt ihr die entsprechende Stärke einstellen, um so der gewünschten Belichtungszeit möglichst nahe zu kommen, ohne dass euer Bild überbelichtet ist. Es gibt zwei Arten von ND-Filter. Es gibt die statischen ND-Filter, zum Beispiel ND8, ND64 oder ND500. Je höher die Zahl ist, desto stärker ist der Filter. Oder es gibt sogenannte variable ND-Filter, die man einfach gegeneinander verdrehen kann, um dann die Stärke entsprechend der Gegebenheiten anzupassen.
Ein variabler ND-Filter ist quasi nichts anderes als zwei Polfilter, die voreinander gesetzt werden und sich gegeneinander verdrehen. Ein variabler ND-Filter ist wesentlich praktischer in der Anwendung, weil ihr braucht nicht bei jeder Szene eben schnell wieder einen ND-Filter aufschrauben, sondern ihr könnt einfach das Bild anpassen durch einfaches Drehen an dem Filter. Die Bildqualität leidet zwar etwas, aber das müsst ihr letztlich entscheiden, was euch wichtiger ist. Es ist nicht so störend, aber man sieht schon gewisse Unterschiede. Aber immer noch besser, als wenn man wirklich so bei jedem Take immer erstmal wieder einen anderen Filter draufschrauben muss. Da verliert man viel Zeit und dadurch auch vielleicht mal wesentliche Aufnahmen. Zum Thema ND-Filter habe ich noch ein eigenes Tutorial auf diesem Kanal. Wenn euch das interessiert, schaut es euch gerne mal an. Da gibt es dann auf jeden Fall noch weitere Informationen zu diesem Thema. Die Technik steht, ihr könnt loslegen, aber jetzt solltet ihr natürlich noch so die Grundlagen der Bildkomposition kennen, damit eure Bilder einfach gut aussehen. Also hier mal ein paar Anregungen. Als erstes die sogenannte Drittelregel. Bei der Drittelregel unterteilt man quasi das Bild mit zwei waagerechten Linien in gleich große Felder. Achtet erstmal natürlich darauf, dass die Kamera gerade steht, arbeitet mit einem geraden Horizont und positioniert den Horizont nicht unbedingt nur in der Mitte, sondern vielleicht so in der oberen Drittellinie oder an der unteren Drittellinie. Je nachdem, ob ihr mehr den Himmel betonen wollt oder mehr die Gegend. Ganz wichtiger Punkt, geht möglichst nah ran an euer Motiv. Fill the frame ist hier das Schlagwort. Je näher ihr an ein Motiv rangeht, desto mehr kann sich der Betrachter einlassen auf das, was ihr im Film transportieren wollt. Er weiß genau, was wollt ihr jetzt zeigen und überlegt sich nicht, huch, was ist jetzt hier wichtig in dieser Szene. Also versucht möglichst nah an ein Motiv ranzugehen, um dieses Bildschirmfüllen zu filmen. Sollte das nicht funktionieren, könnt ihr natürlich auch hier mit einer Aufsatzlinse arbeiten, insbesondere eine Porträt- oder Telelinse verwenden. Orientiert euch an Führungslinien bei dem Bildaufbau, um die Blicke des Betrachters zu leiten. Zum Beispiel ein Weg, der in die Ferne führt, ein Steg oder aber auch die Bauform eines Gebäudes. Damit könnt ihr die Blicke des Betrachters gezielt leiten, zum Beispiel ins Zentrum oder auf eine Person, die ihr filmt. Achtet darauf, dass nicht irgendwo Personen störend in der Gegend rumstehen, die die Blicke des Betrachters verwirren, sondern überlegt euch am besten, wie ihr euch hinstellt, dass ihr wirklich genau die Blicke des Betrachters wieder auf das leitet, was ihr auch zeigen wollt. Genereller Tipp, egal welches Zubehör ihr einsetzt bei der Filmerei, wichtig ist immer noch der Blick fürs Motiv. Plant eure Shots so ein bisschen im Vorfeld, überlegt euch, was ihr filmt und filmt es dann mit Ruhe. Konzentriert euch nicht zu sehr auf das Zubehör, mit dem ihr filmt, sondern das Motiv steht ja im Vordergrund und nicht euer Equipment. Ganz wichtiger Tipp, das wird wirklich von vielen Filmemachern immer vergessen. Man hat ein Riesensortiment an Slider-Schienen, an irgendwelchen Stabilizern und sonstigen und man befasst sich viel zu viel mit der Technik. Es ist natürlich einerseits gut, aber andererseits vergisst man dann schnell wirklich den Blick fürs Motiv. Und ihr wollt ja letztlich eine Geschichte erzählen. Und in emotionalen Bildern möglicherweise dann natürlich noch. Und das Ganze soll entsprechend rüberkommen. Und es bringt ja nichts, wenn ihr eine modernste Technik einsetzt, aber im richtigen Moment ihr nicht draufhaltet oder einfach auch irgendwie einen falschen Bildausschnitt wählt und das Ganze einfach unprofessionell aussieht. Deswegen, es geht immer noch Motiv vor Technik. Kommen wir zur Musik. Musik ist wichtig für euer Filmprojekt, denn mit Musik vermittelt ihr so eine einzigartige Stimmung eures Films. Ihr transportiert die Emotionen und untermalt einfach nochmal ein bisschen die Bilder. Achtet darauf, dass eure Musik nicht zu laut und nicht zu leise ist, sondern dass sie angemessen der Handlung ist und natürlich auch, wenn ihr zum Beispiel noch eine Sprecherstimme in eurem Film habt, dass diese nicht von der Musik überlagert wird. Achtet bei eurem Filmprojekt unbedingt darauf, dass ihr lizenzfreie Musik verwendet. Denn wenn ihr ganz normale Chartsmusik oder sonstige Lieder verwendet, die lizenzrechtlich geschützt sind, kann es sein, dass entsprechende Plattformen, sei es nun YouTube oder Facebook, eure Videos innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden schon wieder sperren. Im Zweifel droht euch da sogar der Rausschmiss. Deswegen ganz wichtig, arbeitet auf jeden Fall mit lizenzfreier Musik. Lizenzfreie Musik findet ihr an verschiedenen Stellen. Zum Beispiel auf YouTube selbst könnt ihr nach lizenzfreier Musik suchen. Da gibt es etliche schon im Angebot. Ich selber benutze diverse Plattformen, um meine Musik zu suchen. Ich habe zum Beispiel Accounts bei Artlist, bei Premium Beat, bei Epidemic Sound oder bei Musicbeat. Das sind verschiedene Seiten, da könnt ihr ein Monatsabo abschließen. Ihr könnt aber auch einmalig Musikstücke kaufen, je nach Plattform. Ich verlinke euch mal die kostenpflichtigen Plattformen hier in der Beschreibung. Aber ebenso auch ein paar kostenlose Plattformen, wo ihr entsprechende Musik findet. Besonders günstig ist zum Beispiel die Plattform Audio Jungle.
Da findet ihr auch coole Sounds, mit denen ihr eure einzelnen Videosequenzen nochmal entsprechend unterlegen könnt. Zum Beispiel für ein Urlaubsvideo, ihr lauft am Strand entlang und habt den O-Ton in schlechter Qualität direkt aus dem Smartphone gefilmt. Da könnt ihr zum Beispiel mit einem coolen Meeresrauschen euren Film nochmal aufwerten. Oder eine Möwe fliegt vorbei und gibt entsprechende Kreischgeräusche von sich. Oder je nach Stimmung. So einzelne Soundschnipsel sind auf jeden Fall wichtig, um einfach die Qualität und das Empfinden eures Films nochmal zu steigern. Ebenso sogenannte Transition Sounds zwischen den einzelnen Szenen. Ihr könnt natürlich wunderbar von Szene zu Szene schneiden, aber oftmals durch einen Wusch-Sound wird der Übergang noch fließender. Schaut euch doch mal die folgende Sequenz einmal an. Einmal ohne Wusch-Sound. Und jetzt die gleiche Szene nochmal mit dem Wusch-Transition-Sound. Irgendwie stimmiger, oder? Als Filmemacher, ich spreche da aus Erfahrung, ist es oftmals so, dass ich einen Großteil meiner Zeit im Vorfeld der Planung eines Films dazu verwende, schon mal die passende Musik rauszusuchen. Und deswegen ist es wichtig, wenn man schon mal so ein bisschen weiß, ja, was man sucht und auf welchen Plattformen man das Ganze findet. Auf den einzelnen Musikplattformen könnt ihr in der Regel durch gezieltes Filtern sehr schnell zum Ziel kommen. Wenn ihr schon mal so ein bisschen im Kopf habt, was ihr sucht, könnt ihr zum Beispiel nach verschiedenen Stimmungen oder nach der Geschwindigkeit suchen oder aber auch nach dem Einsatz einzelner Instrumente oder zum Beispiel, ob eine Liedstimme vorhanden sein sollte. Das hilft euch auf jeden Fall weiter, um das Ganze einzugrenzen. Bei einigen Musikdiensten gibt es außerdem die Möglichkeit, sich ähnliche Musikstücke vorschlagen zu lassen. Zum Beispiel bei Epidemic Sound oder bei Premium Beat könnt ihr zum Beispiel ein bekanntes Musikstück aufrufen, was ihr in irgendeinem anderen YouTube-Video zum Beispiel gesehen habt, was ihr toll findet, aber ihr wollt ein eigenes Lied verwenden und dann werden euch so ja 10 bis 20 Beispiele vorgestellt mit ähnlich klingenden Sounds und dann habt ihr halt euer eigenes Lied, was eben nicht jeder hat. Achtet sowieso darauf, nicht unbedingt über den Mainstream zu wählen, weil dann habt ihr ein Lied, was schon in 30 anderen Produktionen verwendet wurde. Es ist halt cooler, wenn ihr natürlich einen ganz uniken Style habt, wo die Leute sagen, hoppla, coole Musik, was ist das? Dann habt ihr alles richtig gemacht. Habt ihr alles gefilmt und habt die Musik ausgesucht und ihr seid quasi fertig für den Schnitt, dann müsst ihr euch jetzt erstmal die Frage stellen, wo schneidet ihr euer fertiges Filmprojekt? Ich würde euch dringend empfehlen, das fertige Filmprojekt auf einem PC zu schneiden. Das ist einfach so viel einfacher, als den Schnitt auf einem Smartphone durchzuführen. Ich schneide meine Filme auf dem Macintosh mit dem Programm Final Cut Pro. Da habe ich alle Möglichkeiten, die ich brauche. Ich kann wunderbar die Musik einfügen, Soundeffekte, ich kann Übergänge machen, habe etliche Plugins und ja, habe damit ein hochwertiges Schnittprogramm. Alternativ zu Final Cut Pro kann ich euch auch noch das DaVinci Resolve empfehlen. Das ist eine wunderbare Schnittsoftware für Apple Macintosh und für PC. Kommt so ein bisschen aus dem Color Grading Bereich, hat sich in den Jahren immer mehr entwickelt zu einem hochwertigen Schnittprogramm und das Coolste, es ist kostenlos. Es gibt zwar noch eine kostenpflichtige Studio-Version, aber mit dem Funktionsumfang der normalen Version seid ihr eigentlich mehr als gut bedient. Habt ihr keinen PC zur Hand, ihr seid zum Beispiel im Urlaub unterwegs oder gerade auf einem Event und wollt schnell ein kleines Movie hochspielen in eure sozialen Netzwerke, dann könnt ihr natürlich auch den Film in einer App schneiden. Ich habe euch in der Beschreibung mal mehrere Apps verlinkt. Exemplarisch kann ich euch jetzt auf dem Apple Macintosh die App iMovie empfehlen oder auch sowohl für Apple iPhone als auch für Android gibt es von Adobe das Adobe Premiere Rush. In iMovie habt ihr so die Basics zum Schneiden. Ihr könnt die einzelnen Sequenzen hintereinander anreihen. Ihr könnt coole Übergänge machen und das Ganze mit einer Musik hinterlegen. Ihr habt in iMovie keine großen Color Grading Möglichkeiten, aber das braucht man eigentlich auch nicht in der Regel, wenn man mal eben kurz einen coolen Clip hochladen möchte, ohne jetzt einen riesigen professionellen Anspruch haben zu wollen. Für, ich sag mal, ein professionelles Projekt würde ich jetzt nicht in iMovie schneiden, aber wenn ihr jetzt eben ein Urlaubsvideo oder ein Aftermovie mal eben schnell was hochladen wollt, ist das durchaus, denke ich mal, praktisch. Mehr Funktionen habt ihr in Adobe Premiere Rush. Und das Coole ist, ihr könnt eben in der App anfangen zu schneiden und dann mit eurem Adobe-Account zu Hause auf dem PC oder Macintosh weiterarbeiten. Also ihr könnt schon mal den Clip, wenn ihr unterwegs seid, im Urlaub vorbereiten und das fertige Resultat dann finalisieren auf eurem Rechner daheim. Sehr praktisch. Wie gesagt, es gibt etliche Schnittprogramme, die all ihre Vor- und Nachteile haben. Doch im Prinzip funktionieren diese immer gleich. Man sammelt erstmal die Clips, die man hat. Man schneidet die Clips in entsprechenden Längen bzw. platziert sie vorher in einer Timeline, kann dann entsprechende Sound- oder Musikeffekte hinzufügen, Übergänge zwischen den einzelnen Clips auswählen und das Ganze dann hochladen zu einem finalen Ergebnis, in welcher Form auch immer.
Welches Schnittprogramm für euch letztlich das Richtige ist, müsst ihr selber entscheiden. Und damit sind wir am Ende dieses langen Videotutorials angekommen. Ich hoffe, der ein oder andere Tipp war für euch hilfreich und ihr habt so jetzt die Grundzüge der Smartphone-Filmerei verstanden und wisst, ja, was ihr alles machen müsst, damit ihr starten könnt. Natürlich gibt es noch viele weiterführende Tutorials bei mir im Kanal zu allen einzelnen Themen, deswegen schaut euch da gerne mal um. Abonniert gerne diesen Kanal, weil ich werde laufend immer neue Videos zum Thema Smartphone-Filmerei veröffentlichen. Wenn ihr auch die Glocke aktiviert, dann werdet ihr automatisch informiert über neue Nachrichten. Stellt mir eure Fragen in den Kommentaren, ich werde sie alle beantworten und gebt mir vielleicht noch ein Like. Ich würde mich sehr freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen, tschüss, bis zum nächsten Mal, bei euer Rainer. Ciao.